Moin Moin und willkommen zurück zur weiteren Folge Vaporum. Wir befinden uns in der zweiten Folge von Heimgesucht sozusagen, denn wir haben diesen Korridor hier noch oder diese Etage noch nicht ganz gelöst. Das machen wir jetzt aber. Jetzt gehen wir erstmal hier rein und gucken mal, wie es weitergeht. Eigentlich lang schnacken, ne? Ein bisschen klaustrophobisch ab und zu die Geräuschkulisse hier, muss ich sagen. Komm mal, wenn ich einfach so durch. Who's there? Ups. Das ist neu, dass wir solche Schritte hören. Wer kann das denn gewesen sein? Nehmen wir alles mal mit. Wir speichern auch gleich wieder. Sicher ist sicher. Okay. Eine Kiste, kann man schieben? Nicht in die Richtung zumindest. In die Richtung auf jeden Fall. Okay. Hört sich also wie hinten irgendwas war, ne? Also geräuschmäßig irgendwas passiert ist, aber hier ist nichts passiert, okay. Gut, dann müssen wir weitergehen. Was ist denn? Wer läuft denn da rum? Frage ich mich auch. Rein hier. I don't know what this place is about, but I get this weird feeling. Something about these walls. These gears and even these bolts. Not alone in this prison. Okay, geht's nicht weiter? Sind wir drin, oder? Da ist noch ein Knopf, oder sehe ich das verkehrt? Passiert gar nichts, okay. Da und Knopf. Ah, okay. Durch. I need a key. Ein Goldschlüssel, okay. Den tragen wir gleich mal ein hier, den Goldschlüssel, würde ich sagen. Vergessen wir das nämlich wieder. Huch. So. Goldschlüssel. Geheimtür hier? Ne. Ab und zu muss man achten. Ab und zu kann es auch mal eine Geheimtür sein. Da ist noch nicht so viele vorne, aber ein, zwei hatten wir davon schon mal. Das ist hier so ein... Okay, da ist so ein... Welchen wir als erstes erledigen. Ah, Mist. Ah, nein! Ah, Mist. Heieiei. Okay, das war dumm. Das war ja wirklich dumm. Und ich habe gar nicht gespeichert zwischendurch. Na gut. Okay. Na gut, müssen wir noch zurückgehen. Jetzt auch nicht so weit. Wir müssen dann vorher speichern. I don't know what this place is about. But I get this weird feeling. Something about these walls. These gears and even these bolts. Not alone in this prison. Oh, speichern nochmal. Da ist der goldene Schlüssel, den brauchen wir. Oh, warte, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen eintragen oder haben wir's, bleibt es trotzdem drin? Ja, müssen wir echt tatsächlich nochmal eintragen dann, ne? I need a key. Machen wir. Zick. Okay. Goldenes Schloss. Nur, dass wir es behalten. Es nervt das nur sein, dass man. So, der ist auf jeden Fall ein bisschen härter.
Nein! Nach hinten gehen wir. Ah, ich muss schneller sein, ich muss echt schneller werden. Okay. Alter! Shit! Natürlich schlecht von mir. Einmal hier heilen. Dann wieder hinlaufen. Ah. Natürlich doof. Ich wollte eigentlich diese ganzen Heilungssachen mal einfach mal sammeln. Das ist natürlich cool gewesen. Na gut. Oh, hier ist noch so ein anderes Teil, was Schleim auf uns drauf würfeln lassen kann. Das kommt auch schon daher. Hier können wir jetzt einen Kreis drehen, oder? Ja, das geht. Okay, hier können wir natürlich leichter killen. Dauert natürlich ein bisschen, aber lieber so, als zu viel Energie zu verlieren. Waffe noch nicht so super, ne? Mann, so viele Fehlschläge, ey. Oh, und abgelevelt. Das ist natürlich super für uns. Erstmal für unser Leben. Und zweitens, einfach geil. So, wir haben einen Schaltkreispunkt bekommen. Den müssen wir wahrscheinlich auch einsetzen. Klingenwaffen können wir natürlich nicht höher gehen. Da brauchen wir ein bestimmtes Level für wahrscheinlich. Wollen wir Level 6? Das sind wir noch nicht. Aber wir könnten doch jetzt mal unsere Pistolen oder Gewehre hochmachen. Wir haben jetzt eine Pistole. Erhöht den Schaden. Wäre auch nicht verkehrt. Machen wir mal. So. Zack. So, speichern. Und wo müssen wir jetzt hin? Verschiedene Wege. Wir können auf jeden Fall hier links gehen. So. Kommen wir nicht einmal durch. Medizinschrank. Na, was hat der gute Blattspieler zu sagen? The Bureau sent us refined blueprints for the new Fumium batteries. The drafts have come a long way since my time at the university. These new prototypes should amend any issues that were known to have caused the shutdown at the Cat Kennet Island research project. The way the battery works is now based on Gwilhelm's grid. It's made of fumium-enhanced steel, holding the fumium grains nicely intact and should prove to be a lot more stable than before. Out of curiosity, I took a peek at the Cat Kennet project, but there's no info. A complete blank. Well, apart from a dry note in the archives. Research complete, station closed. Along with the new batteries, we also started to produce fumitons, which are powered by these powerful battery cells. They're an evolution of the basic model of quadrupedal Arrak 3, which used to have a coal-burning module with a boiler and a simple piston. We replaced the whole system with a simple expansion chamber for the battery and more robust piston parts. Okay, also hier, das wird jetzt ein schwieriges oder ein etwas schwieriges Schieberätsel werden, behaupte ich mal. Wollen wir da nicht außen rum gehen oder so? Kann ich nicht. Okay, wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Das ist auf jeden Fall ein Schieberätsel, behaupte ich mal. Hier nochmal reinschieben.
Dann müssen wir hier anfangen, glaube ich. Also müssen den vielleicht rausholen. Genau. Ja, warte mal. Schon mal dahin. Was genau wir hier machen, so weiß ich noch nicht. Ach, warte mal. Dumm. Da geht's auf jeden Fall nicht links. Dann zu diesen helleren Dingern da kommen. Können wir den doch jetzt hier rausschieben? Huch. Ah, Mann. So, da rein. So, da geht's auch nicht weiter. Nee. Jetzt weiß ich, so, die ziehen wir raus. Dann müssen wir einmal außen rumrennen. Wenn wir nicht mehr können, glaube ich. Doch. Hier? Müssen wir den auch hier auch reinschieben können jetzt, oder? So, da ist der Schalter, wie man sieht. Da, jetzt müssen wir natürlich da wieder hinkommen. Ist ja blöd. So, und jetzt? Ach doch, warte mal, ich habe eine Idee. Den und den. Amy, krieg ich mich schlauer, warte mal. Alter. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin, aber irgendwie. So. Ja, war jetzt nicht das Schwerste, aber irgendwie steht man so ein bisschen auf dem Schlauch dabei. Zumindest der goldene Schlüssel, den haben wir. Hier kannst du mal ein Tongangbandgerät anhören. We have arrived! Finally, our new home here at the Arch of Vaporum. I'm impressed by what the Bureau has accomplished. It's das ist ein ganz schönes Stück. Gargantuan! Can't wait to unpack and start working. Being stranded here in the middle of the ocean like this worries me a little, but the tower feels strong and safe. I'm pretty sure Noka Kenyut
will repeat ever again. Haben wir auch noch nicht geguckt. The research on the Fumium shows promise. Maybe I'm dreaming here, but it could just happen to be the next marvel of the world. And we'll be right in the thick. I need a key. Right in the thick of things. Yeah. I'm so looking forward to taking over and continuing the project. And the best thing about it is the fusion of family and working life combined together. Alter, da war wieder so ein Riesenviech. Spacko. Oh. Oh. Hier gar nichts. Oh nein! Warum bleib ich noch stehen? Nein! Ach, oh, er ist weg. Aber gut. Aber trotzdem irgendwie gar nicht so easy. Speichern wir trotzdem mal. Naja, man muss halt vor dem Wegrennen die ganze Zeit. Was soll ich machen? Na gut. Achso, okay. Das wäre irgendwas Besonderes, aber das ist gar nicht. Oh, hier in die Richtung. Wo haben wir ihn getroffen? Hier, ne? Da stand er. Okay, gehen wir erstmal hier rein. Irgendwas wird er bewacht haben. Hoffe ich zumindest. Wo ist das denn? Hebelgriff. Okay. Nehmen wir mit. Alles mitgenommen? Ja. Was ist das denn? Wer für die letzte Aufzugswarte verantwortlich war, hat einen so miesen Job gemacht. Der Handgriff für die Stromversorgung ist schon wieder kaputt. Ich kann mich einfach nicht auf die Holzkörper verlassen. Aber Gejammer führt zu nichts. Ich habe die Sache im Handumdrehen erledigt. Mit den Händen vom guten alten Roomcraft. Okay. Das ist ja auch noch was. Dann warte gleich mal mit. Ich war so begeistert, an diesem Projekt, dem Argus-Wurm, mitzuwirken zu können. Endlich hatte das Büro meine Erfolge anerkannt. Ich wäre in der Lage, meine Fachkenntnisse einzusetzen, in einer bedeutungsvollen Art und Weise. Doch jetzt bin ich zwischen Stolz und Sorge hin und her gerissen. An diesem Ort hier, dem Forschungsturm, bekomme ich Gänsehaut. Es ist wie ein monströser Käfig, mich zu verpflichten, für weitere 7 Jahre in diesem metallenen Gewölbe zu leben. Oh Gott, meine Brust schmerzt bei den Gedanken. Zur selben Zeit ist meine Begeisterung ohnegleichen. Und meine neue Vorgesetzte Laura hat offensichtlich das nötige Engagement. Engagement. Aber sie ist etwas zu jung für meinen Geschmack und zu einwillig. Mit meiner weitreichenden Erfahrung in Physik, Stofffeldsynthese und Mustererkennung sollte sie sich mit ein wenig beugen. Wir müssen mit großer Exzessiv und Vorsicht vorgehen, wenn wir uns dieser unbekannten Essenz nähern. Was wir nicht brauchen, ist ein leichtsinniges und übergreifiges Mädchen. Ich hoffe nur, dass ich mit diesem Job keinen großen Fehler begangen habe. Gut. Haben wir hier noch irgendwas Cooles? Ist eine Kiste? Mitnehmen? Was nochmal? Okay. Mehr ist hier nicht, ne? Also da zumindest nicht. Gehen wir hier weiter. Und da sind wir gekommen. Oder sind wir von da gekommen? Warte mal. Und wo sind wir gekommen? Ja, auch hier sind wir gekommen. Also hier rein und hier hinten geht's raus. Ach so, man hätte von beiden Seiten öffnen können wahrscheinlich. Genau, aber gut. Gut, dann gehen wir nochmal hier durch und gehen oben links. Da war nämlich auch noch ein Weg, den wir nicht ganz erforscht haben. Speichern. Oh, das sieht hier nach irgendwie was Besonderem aus.
Nee, da ist noch ein Schalter. Okay, wir sind einfach nur wieder in einen anderen Bereich jetzt reingekommen, bevor die Tür nicht aufbekommen haben. Gut, ist ja auch nicht so wild. Funktioniert nicht. The handle's missing. Ach, der Handle. Okay, aber den haben wir doch. Den haben wir doch jetzt. Find a replacement for. Da ist er. Okay, seems like the elevator's still missing something to get it going. Okay. Irgendwas fehlt dem scheiß Fahrstuhl noch. Wissen aber nicht was. Gut. Ach. Ah, Mist. Das kann gut gebrauchen. Okay. Getriebekastenaufzug. Haben wir irgendwas eingesammelt? Dann hier. Oder das sollen wir erstmal bei uns einsetzen hier. Pass mal auf. Die Verschlüsse auf jeden Fall wesentlich besser. Ach, Scheiße. Das Schildträgermodul brauchen wir auch noch. Mann, 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 da brauche ich so viel Scheiße hier. Okay, Haben wir nichts, was wir da reinsetzen können, ne? Fehlt irgendwas da, okay. Gut, was können wir da reinsetzen? Wir haben eigentlich nichts, was wir da reinsetzen. Da fehlt wahrscheinlich irgendwie so eine Zahnrad- oder Getriebekastenaufzug. Irgendwas fehlt, was wir da reinpacken können. Eigentlich haben wir nichts. Wir haben wirklich nichts. Gut, wo können wir noch hingehen? Den Bereich haben wir noch nicht erforscht. Ich habe noch alles schon durch hier. Kann ich irgendwas anderes einsetzen? Nicht. Hier oben hin. Triebekastenaufzug. Wir haben nichts, was wir da rein tun können, oder? Nee, da müssen wir noch irgendwas suchen. Aber wo suchen wir das? Wo können wir das finden? Die Tür, da kommen wir ja auch nicht rein, da, oder bin ich jetzt so? Da müssen wir auch gucken. Also dieses, den Fahrstuhl können wir nicht benutzen, aber wieso kommen wir durch diese Tür nicht rein? Ist da noch irgendwas für, wo wir da... Okay, hier ist ein Schalter. Ich kann den hier einfach so einfach machen. Dann geht das auch. Wie dumm. Gut, wir speichern nochmal. Ich glaube, wir laden uns auch mal kurz auf hier. Ein bisschen tut uns ja ganz gut, wenn wir ein bisschen Leben haben. Warten wir kurz, wo wir laufen. Und dann speichern wir. So. Das ist eine Platte. Wenn man rauf geht, könnte irgendwas passieren. Könnte auch nichts passieren. Warten wir kurz ab. Wir erstmal hier längs. So, vielleicht. Hier geht's nicht weiter. Sieht nach einem Schieberätsel fast aus, aber. Ich denke immer, das ist dann wieder aufgeladen, aber es bedeutet nur, dass Zeit abgelaufen ist dafür. Ha.
Okay. Also hier muss ja irgendwo das Rätsels Lösung liegen. Was wir hier machen können. Gibt da irgendwas, um diese Tür zu öffnen? Brauchen wir wahrscheinlich irgendwie einen Schalter. Da ist der Schalter. Mal gespeichert vorher weg. Ah, Mist. Von den Viechern, wa? Oh, das war ja dumm. Sackgasse. Oh nein! Scheiße! Shit. Okay, das war dumm. Das müssen wir anders lösen. Die drei müssen wir anders erledigen. Ja. Warte mal, das laden wir nochmal kurz. Das war noch neu. Ah, ich dachte, ich könnte mal austricksen da so ein bisschen. In die Richtung. Oh. Ah, ich wusste das. So, jetzt kriegen wir ihn aber. Oh nein. Oh nein, in Richtung. Oh, raus hier. Shit. Okay, wir haben sie alle, aber wir haben auch kaum noch Leben. Haben wir überhaupt noch so ein... Wir haben gar nichts mehr, ne? Die Frage, ob man das nochmal macht. Ob man es so versucht. Ah. Warte mal, gerade gucken. Da sind die gekommen, ne? Da geht's nicht weiter. Oh Mist. Haben wir denn irgendwas eingesammelt für das Ding? Da oben ist Zahnrad, okay. Mal zurückgehen. Vielleicht schaffen wir es, das Level zu beenden, ohne dass wir das andere benutzen müssen. Ich weiß es nicht. Also ohne dass ein Gegner kommt. Ich weiß es nicht. Testen's mal. Aber nicht zurück. Oh, jetzt müsste es ja wieder auf sein, hoffe ich zumindest. Ja, okay.
Speichern trotzdem mal jetzt. So, also, und hier hinten können wir jetzt das Zahnrad einbauen. Nee, geht. Ein bisschen konfus ist hier. Da links war das. So. Ding hier nehmen. Zack. War hier nochmal. Kann natürlich sein, dass ein Gegner jetzt kommt. Kommt noch ein Gegner raus gleich. Oh. Oh. Scheiße, da. Komm, probier's nochmal. Pass auf. Können wir gleich vielleicht so machen? Bitte. Ja, da ist ein Ding drin. Reparieren wir uns mal kurz. Oh nein. Wie kommt denn noch ein Gegner? Mann. Okay, das wurde nichts. Mal. Das ist ja bescheuert. Da müssen wir nochmal anders überlegen. Pass auf. Ah, oh, das war ja dumm. Das war ja dumm. Hier noch einmal. Ey, das ist blöd. Da müssen wir es anders machen. Da müssen wir irgendwie in Schach halten. Nee, nee, wir bleiben so. Wir machen jetzt keine Schwierigkeitsänderung. Natürlich wenig Leben, das gebe ich zu. Scheiße, scheiße. Und wer als erstes kommt. Ach Mann. Kommt das Viech auch gleich noch? Das ist doch scheiße. Ach,
Ach man, dann trifft er mich hier auch wieder, der Spacko. Wer kommt als erstes? Nein, schnell zurück, zurück. Geh vor. Da kommt der Wichser schon. War ich ja trotzdem mal hier? Au, au. Jetzt kriegen wir ihn, oder? So. Heieiei. Das war wirklich gar nicht so leicht. Dass wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen, ne? Alter. War ich nur ein Rennen und Abhauen vor den Viechern? Richtiger Weg? Jetzt muss ich den Weg wieder finden, Mann. Da hoch. In Richtung. Duck, duck. So. Aber gar nicht so leicht. So, da ist die bekackte Fahrstuhl. Speicher nochmal. Und rein. Und drücken. So. Heieieiei. Das war wirklich nicht leicht. Das war wirklich nicht leicht. Aber, oh, jetzt kommen wir in die Bibliothek. Oder wo kommen wir hin? Wäre auch mal schön, wenn das Setting sich ein bisschen verändert. Diesen düsteren Gewölben mag man auch gar nicht mehr rumlaufen. Aber ein Fahrstuhl zeigt ja schon an, dass man in etwas gehobenere Gefilde kommt. Aber das gucken wir uns erst beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.